Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die umweltpolitische Digitalagenda vom Bundesumweltministerium, welche am 2. März abends vorgestellt wurde in einem Livestream und jetzt auch mit veröffentlichter Broschüre ziemlich klar darstellen soll, was eben die Strategie, die Ansätze, die Leitplanken des Bundesumweltministeriums entlang der Digitalisierung und eben der ganzen smarten Entwicklung sein soll. Diese umweltpolitische Digitalagenda ist also schlussendlich eine Strategie rund um Digitalisierung und Dekarbonisierung, also das Wegfallen von CO2-Emissionen zum Beispiel entlang der fortschreitenden Digitalisierung und der Schaffung von smarten Technologien. Diese Agenda wurde in ihren Eckpunkten schon mal auf der Republika 2019 vorgestellt, mit so dem Oberbegriff Umwelt in die Algorithmen. Was so ein bisschen, naja, man muss ja marketingtechnisch das gut formulieren, das war schon nicht schlecht, aber war so ein bisschen übertrieben, könnte man fast sagen. Und jetzt ist das Ganze unter dem Motto veröffentlicht worden, was ich ganz passend finde, die Digitalisierung zum Wohle von Mensch und Umwelt gestalten. Also schlussendlich nicht nur die Weiterentwicklung von Technologien und Automatisierung, um da ja umzusetzen, sondern da eben auch ganz klar den Fokus auf die Menschen und deren Umwelt zu legen und das Ganze eben in eine ganzheitlichen Betrachtung zu sehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es geht also schlussendlich auch um den ökologischen Fußabdruck, also das, was wir nachhaltig unseren Nachkommen hinterlassen wollen. Und ich denke, da ist es wichtig, dass wir eben eine Strategie haben und die ist jetzt praktisch veröffentlicht worden vom Umweltministerium und umfasst so ziemlich 72 mehr oder weniger konkrete Maßnahmen, die dann eben diese Zusammengehörigkeit von Digitalisierung und Dekarbonisierung darstellen sollen. Diese Maßnahmen sind teilweise relativ schwammig und sollen mehr so eine Absichtsbekundung darstellen oder eben so den Willen, dass man auf zum Beispiel EU-Ebene verschiedene Maßnahmen anstoßen will. Auf der anderen Seite gibt es teilweise auch ganz konkrete regulatorische Ansätze, die jetzt hier in Deutschland auch sofort oder mehr oder weniger sofort in die Wirkung treten sollen. Von daher, man kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich verlinke diese umweltpolitische Digitalagenda natürlich unten, beziehungsweise die Broschüre dazu in der Videobeschreibung, da könnt ihr ruhig mal reingehen. Ansonsten muss man schon sagen, man kann es relativ gut zusammenfassen, was da drin steht. Es gibt schlussendlich vier Maßnahmenpakete, in denen dann diese 72 Maßnahmen sind. Die sind erstens Zukunftsprogramm umweltgerechte Digitalisierung, wo es darum geht, den Energie- und Ressourcenverbrauch schlussendlich entlang der digitalen Technologien zu verringern. Und damit auch relativ klar zu sagen, naja, all das, was wir jetzt an Technologien und Geräten und tollen Dingen haben, die verbrauchen ja nun mal Strom oder auch andere Arten von Energie, aber vor allem im Regelfall Strom, egal ob es über den Akku oder über direkte Verbindungen kommen. Und wenn das in der Zukunft mit vielen smarten Technologien noch mehr wird, zum Beispiel auch allein durch Sensorik, die überall verbaut sein soll, dann wird der Stromverbrauch natürlich steigen. Das ist auch in allen Abschätzungen über die Zukunft des Energiesystems ja relativ klar. Wir werden zwar hier und da Energie sparen durch bessere Dämmung, durch schlussendlich bessere Heizung und so weiter, aber insgesamt wird der Energieverbrauch steigen, weil wir eben viel mehr Geräte haben, viel mehr Vernetzung haben und deswegen natürlich auch Strom verbrauchen. Und hier geht es eben darum, in diesem ersten Maßnahmenpaket das Ganze so ein bisschen auch wieder zusammenzuführen, ein bisschen runterzubrechen und eben zu sagen, wir haben nicht unendlich Energie und Ressourcen, da müssen wir ein bisschen drauf achten. Und darum geht es eben in diesem ersten Maßnahmenpaket. Das zweite Paket nennt sich Transparenzinitiative und da geht es schlussendlich darum, dass man bessere Informationen zur Verfügung stellt. Zum Beispiel sowas wie einen digitalen Produktpass, was man so ein bisschen vergleichen kann mit einem Energieausweis für den Energiebereich und hier eben so Rahmeninformationen gezwungenermaßen für Produkte zur Verfügung stehen, die sich eben auf diese Digitalisierung beziehen. Oder eben, dass man sowas wie Portale zur Verfügung stellt, Informationsportale, mit denen man dann verschiedenste Dinge anstellen kann. Das geht natürlich auch in die Richtung von Datenportalen, Open Data,
Was natürlich ganz wichtig ist als Grundlage für Smart City Projekte, weil man auf der Grundlage von städtischen Daten, die sowieso über Sensoren gemessen werden, ganz viel schon mal anstellen kann und ganz viel greifbare erste Ansätze von der Smart City auch für die Bevölkerung greifbar und klar machen kann. Also das ist alles auch eine ganz kluges Paket. Das dritte ist digitale Innovationen für den sozial-ökologischen Umbau. Soll schlussendlich sagen, naja, wir wollen eine Innovationsförderung, mit der wir dann eben auch dafür sorgen, dass diese ja, umweltgerechten und sozial-ökologischen Aspekte ganz stark betrachtet werden in der Forschung und der Umsetzung von Forschung in konkrete Geschäftsmodelle zum Beispiel. Dafür soll es unter anderem auch ein Digital Innovation Hub for Climate geben, der schlussendlich so als ja, zentrale ja, Forschungsbereich und Innovationsbereich rund um ja, Klima, Umsetzung der ja, diversen Technologieetablierung ja, funktionieren soll. Hier geht es auch darum, dass zum Beispiel künstliche Intelligenz in der Forschung dann dafür verwendet werden soll, um Optimierungen des Energieverbrauchs, des Klimaschutzes, des Umweltschutzes ja, mit umzusetzen. Das ist relativ spannend, ist aber natürlich trotzdem High Level und so also ein bisschen auf einer hohen Flughöhe. Wie greifbar diese Sachen sind, das werden wir sehen. Das vierte der vier Maßnahmenpakete nennt sich Umweltpolitik 4.0 und geht eben darum, dass wir eine bessere Umweltverwaltung etablieren wollen, was zum Beispiel auch darauf hinausläuft, dass wir eben mit besserer Sensorik, mit klaren Umweltdaten, mit sowas wie auch einem Naturschutzinformationssystem dafür sorgen, dass also nicht nur die Bürger, sondern eben auch die Verwaltung und eigentlich jeder Stakeholder entlang der Städte und der Regionen dafür sorgen können, dass wir eben mit allem, was uns so zur Verfügung steht, den Umweltschutz und den Klimaschutz und die Energiewende auch ordentlich vorantreiben können und das Ganze eben auch wirklich so einen richtigen ja, ordnungspolitischen Rahmen hat. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, weil ohne den läuft das wenigste in Deutschland. Das Ganze läuft dann auch noch unter sechs großen Grundsätzen, die ich auch noch mal kurz vorstellen möchte. Einmal, soziale und ökologische Gestaltung der Transformation ist nur mit Digitalisierung zu schaffen. Ja, das sagt erstmal wenig aus. Im Großen und Ganzen heißt es, wir sind eben entlang der Digitalisierung und die müssen wir auch nutzen, um eben ja, den sozialen und ökologischen Umbau und das Ganze verträglich zu gestalten. Ja, damit wir es eben hinbekommen können, müssen wir diese Chancen der Digitalisierung auch nutzen. Ist klar. Zweiter Punkt, die Digitalisierung selbst muss umweltgerecht werden. Und das ist ja ganz wichtig, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Wir haben diese Technologien, wir haben den Stromverbrauch, der jetzt eben auch in die Höhe schnellen wird über mehr Geräte, die allein schon überall sind. Und das müssen wir trotzdem unbedingt umweltgerecht gestalten, entlang der gesamten Lieferkette und Wertschöpfungskette von Unternehmen zum Beispiel und von Konzernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das spielt auch mit in diese Richtung von einer Corporate Social Responsibility, in der ja auch Umweltgerechtigkeit schon mal ganz wichtig ist. Und hier geht es schlussendlich um Nachhaltigkeit. Das ist ganz, ganz essentiell. Der dritte Grundsatz: Digitale Technologien ermöglichen mehr mit weniger. Die digital-ökologische Dividende nutzen. Und das ist ganz klar. Mehr mit weniger. Wir können über mit Automatisierung können wir zum Beispiel dafür sorgen, dass am Ende auch alle Prozesse effizienter laufen, die davon betroffen sein könnten. Das soll also heißen, dass wir mit den Chancen der Digitalisierung und Automatisierung tatsächlich auch mehr für die Gesellschaft, für alle schaffen können, was nicht nur darauf hinausläuft, dass manche Arbeitsplätze vielleicht wegfallen, sondern dass eben das gesamte Leben besser werden kann und deswegen vielleicht auch der Arbeitsplatz gar nicht gebraucht wird, weil man ja, auch von anderen Dingen dann leben kann, über andere Wege Geld verdienen kann, die dann eben über die Gesamteffizienz einer Gesellschaft ja praktisch zustande kommen können. Und das sollten wir eben sozial-ökologisch aufbauen und nutzen können. Ist ein relativ kluger Punkt. Der vierte Grundsatz: Digitale Lösungen sind kein Selbstzweck. Die umweltpolitische Gestaltung der Digitalisierung richtet den Blick aufs Ganze. Ja, ist ein bisschen Geschwafel, aber ist schon richtig. Wir müssen das Ganze eben auch wirklich nachhaltig betrachten. Der fünfte Punkt: Digitale Technologien helfen, die Umweltpolitik und Umweltverwaltung von Bund, Ländern und Kommunen zu modernisieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn allein, was ich jetzt in der Smart City Gera mitkriege, aber eben auch übergreifend, allein schon die interkommunale Zusammenarbeit, also die Zusammenarbeit von Gemeinden mit Nachbargemeinden oder von Landkreisen mit Nachbarlandkreisen oder dann dem übernächsten Landkreis, ist sowieso schon ganz schwierig. Die meisten machen das nicht. Über zwei Drittel, habe ich gehört, von oder drei Viertel von Landkreisen und Gemeinden arbeiten gar nicht mit anderen wirklich zusammen, um verschiedenste wichtige Punkte zu bearbeiten, was ja eigentlich ganz klug wäre, weil dann hat man gemeinsame Arbeitskraft und so weiter.
Das wird nicht gemacht und die Schnittstelle zu den Bundesländern und dann auch noch zum Bund ist genauso schwierig oder sogar noch schwieriger. Deswegen sollten hier Grundsätze geschaffen werden, damit zumindest in diesem Bereich der Umweltpolitik und Umweltverwaltung eine Zusammenarbeit geschaffen werden kann, um dann eben auch die Sachen, die die einen schon mal gemacht haben, zu den anderen zu teilen und wiederum große Projekte auch gemeinsam angegangen werden können. Und das macht natürlich ganz viel Sinn. Der sechste und letzte Grundsatz ist, dass Zeitfenster, in denen digitale Technologien als Treiber der Nachhaltigkeit wirken können, steht jetzt offen. Wir müssen die Chancen jetzt nutzen. Ja, na klar, das ist auch eine Phrase, aber ja, na klar, wir müssen jetzt Dinge tun, der Appell ist da. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die digitale Dividende. Da geht es schlussendlich darum, wir haben jetzt mehr verfügbares Wissen und wir haben jetzt mehr verfügbare Daten. Damit können wir schlussendlich die richtigen Grundlagen für Entscheidungen und für die Umsetzung von Entscheidungen schaffen. Und deswegen sollten wir jetzt die Digitalisierung auch nutzen, um da eben auch Nachhaltigkeit mit rumzubringen. Das ist schlussendlich der Rahmen der umweltpolitischen Digitalagenda. Schaut euch das mal an, unten in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt. Habt ihr Fragen dazu, dann schreibt die auch unten in die Kommentare und ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.